So, Noel Gebor, am 9. Januar ist es Zeit, dich wieder im Ring zu steigen hier. Ja, ja, ich freue mich wieder. Schon ein halbes Jahr nicht mehr geboxt. Ich habe meinen Titel gewonnen im September am 5. in Dresden und freue mich wieder, jetzt aktiv zu werden. Und wie ist das eine Verteidigung von deinem jetzt Titel, was ja, du gewonnen hast? Ja, das war die Verteidigung der WBO International Gürtel und Cruisergewicht natürlich. Ja. Und ich hoffe, dass wir den Kampf auf dem WM-Kampf dieses Jahr empfehlen. Severi hat jetzt mal abgesagt, war ja sehr bitter. Aber naja, vielleicht kommt der Kampf im April zum Start. Aber du kriegst ja jetzt Brudorf im Ring. Dann, ne? Das ist doch ein schöner Prüfstein für dich. Ja, schon. Er kann hart schlagen, hat sehr viel Erfahrung. WBA Interims-Champion, hat nur gegen die Besten verloren. Er hat auch nicht viele Niederlagen von 46 gegen 5 verloren. Von daher wird das ein großer Kampf. Ja. Und willst du gegen Noel Saferi später boxen? Oder? Ich jederzeit. Ja? Sogar einen Tag danach. Dein Ziel ist natürlich Weltmeisterschaft. Nächstes Jahr will ich mich dafür empfehlen. Ich bin in den Rankings schon sehr weit hochgeklettert. Genau. Und viele wissen das wahrscheinlich gar nicht, weil ich mich so ruhig halte. Ja. Und von daher denke ich, dass ich dieses Jahr mit dem Bruderkampf auch weiterempfehlen kann. Vielleicht gegen Ramirez, der aktuell Champion ist. Wer weiß. Oder nachher von Gerino, von Marco Huck, Olaf Olabi. Ja, das ist der IBO-Titel, wäre auch eine Option. Ja. Aber mir wäre der IBF-Gürtel ein bisschen lieber, weil der besser vermarktet ist. Klar. Aber wäre auch eine Option gegen Olaf Olabi. Klar. Super. Wer ist dein schwersten Gegner, Meister, was du jetzt gehabt hast? Welcher Kampf war für dich eigentlich hart? Ich fand die Kämpfe mal schwer, wo ich nicht so gut vorbereitet habe. Ich habe ein paar Mal Kämpfe einfach so angenommen, bin eingesprungen, habe nur 3 Wochen trainiert gehabt, weil ich so ein bisschen leichtsinnig war. Da schlage ich sowieso. Aber so leicht geht es nicht. So leicht geht es nicht, habe ich trotzdem geschlagen. Aber es war für mich auch eine Lehre, dass man sich jeden Kampf wieder von neu, von null wieder vorbereiten muss, die Kraftphase alles wieder durchziehen muss. Und ich konnte bis jetzt meine 100%ige Leistung bis jetzt noch gar nicht abrufen und ich weiß, dass noch sehr viel Luft nach oben für mich, vor allem weil ich noch jung bin für die Gewichtsklasse. Genau. Und mein Trainer bereitet mich sehr gut vor, motiviert mich vorhin Gero. Ja. Und ja, das wird schon. Und das läuft ja gut mit Coach als Trainer, nehme ich an. Ja, ja, das läuft sehr gut. Der motiviert mich immer. Manchmal mit meinem Sportler eine Phase, wo man denkt, was kommt jetzt und wieder so Kampf. Und dann kontrolliert das Geschäft sehr gut und motiviert mich immer wieder neu. Von daher ist das sehr gut. Perfekt. Ja. Einige Sparringrunden hast du schon absolviert dann, ja? Ja, Koran ist diesmal eingesprungen, weil wir boxen in Zeferi, da hat es mit der Größe auch gepasst. Und dann hatten wir auch noch einen Waren hier, der auch im Zeferi-Stil geboxt hat. Aber jetzt mit dem Bruderhof muss ich mich neu einstellen. Und das wird wahrscheinlich das Schwerste, neu einzustellen auf den Kampf. Klar. Ja, aber ich gebe mein Bestes. Und du hast Ruhe vor dem Kampf auch jetzt gegen den Bruderhof? Ja, letzte Woche jetzt fokussiert man sich langsam, aber... Ja. Es ist noch jetzt heute Silvester. Ne? Genau. Ich wünsche allen einen guten Rutsch. Nebenbei mal. Und ja, nee, die Anspannung vom Kampf kommt jetzt so nach dem Wiegen. Ja, ja. Okay. 20. Kampf sehen wir mit Freude davor. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei dann. Ja? Vielen Dank. Drücke die Daumen. Ne? Sat 1. Danke dir. Danke.